Hallo meine Freunde des erhöhten Pulses. Schnallt euch an und setzt euch in euren Trecker. Im heutigen Video zeigen wir jemanden, der mit Sicherheit die volle Härte des deutschen Gesetzes zu spüren bekommt. Ich kann dazu nur sagen, vermutlich minus ein Bauer. Oder wie die deutsche Justiz sagen würde, ach, das ist doch nur ein Bauernopfer. Wenn du meine Videos gut findest, lass mir ein kostenloses Abo jetzt da. Aktiviere die Glocke, damit du auch kein zukünftiges Video mehr verpasst. In Siegen war eine Demonstration der Bauern. Und die Polizei hat ein paar Zufahrten abgesperrt. Und scheinbar hat sich einer der Bauern gedacht, er fährt mal einen anderen Weg und umfährt eine Straßenblockade. Das möchte ich euch doch hier nicht vorenthalten. Was man dem Bauer hier vorwerfen kann, ist Sachbeschädigung. Das war es aber auch leider schon. Und was die Polizei hier macht? Naja, ich würde mich freuen, wenn die Polizei immer versucht, vernünftig durchzugreifen und die volle Härte des Gesetzes zum Tragen kommen würde. Aber das passiert nicht in Deutschland. Ich kann euch hier noch mal kurz was einspielen, was vielleicht viele noch in Erinnerung haben, wo einfach gar nichts passiert. Von hier aus ist der Mob am Freitag losmarschiert, Richtung syrisches Restaurant. Und niemand hat ihn aufgehalten. Nach Spiegel-TV-Informationen haben sich beide Seiten am Sonntag zu einem Friedensgipfel getroffen. Na dann, inshallah. Ob der Konflikt damit beendet ist, weiß wohl nur Gott allein. Der Mann wird, oder Frau, Bauer, wie auch immer, wird definitiv die volle Härte des Gesetzes abbekommen. Wahrscheinlich die MPU ist ihm sicher. Und ich verstehe diesen Doppelstandard nicht. Bauern, die hier etwas produzieren, die ihren Frust äußern, weil ihre Existenz dort dranhängt, demonstrieren friedlich. Und wenn dort etwas passiert, auch beispielsweise in Berlin, da wurde ja Mist auf die Straße gekippt. Ja, rate mal, wer da jetzt ermittelt. Der Staatsschutz ermittelt da jetzt. Ihr wisst, wenn ihr eine andere Meinung habt als die Bundesregierung, dann seid ihr schon im Visier vom Verfassungsschutz. Also überlegt euch besser genau, was ihr hier treibt. Hallo, lieber Verfassungsschutz. Ich äußere hier meine Meinung und beleuchte kritisch die Themen, die die Bundesregierung nicht anfassen mag, die politisch nicht gewollt sind. Ich bin mal gespannt, wie die Stimmung in der Januarwoche kippt, wenn die Bauern ihre Demonstration nicht nur am 8. Januar verführen, sondern wahrscheinlich die ganze Woche. Und dann am 15. Januar nochmal in Berlin sein werden. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut oder schlecht findet. Und wie ihr es denn findet, dass die Polizei nicht alle gleich vor dem Gesetz behandelt. Andere werden halt lieber mit Samthandschuhen angepackt. Aber der Bauer, der sowieso schon knietief in der Scheiße sitzt und auch sonntags und feiertags arbeiten geht, weil die Arbeit muss erledigt werden. Ich als Landwirt kann das nachvollziehen. Die Natur kennt halt keinen Sonn- und Feiertag und findet das sehr, 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 sehr traurig, dass die Regierung hier den Rotstift ansetzt und eine weitere Branche in den Ruin schickt. Aber liebe Grüne, liebe Linke, das ist das, was man sät, wenn man den Sozialismus nach vorne treiben möchte. Ich
möchte keinen Sozialismus in Deutschland haben. Also muss ich meine Wahlen anpassen. Ampel, CDU, Linke, in meinen Augen leider keinerlei Parteien, die ein sozialistisches System, wie es aktuell, naja, in Deutschland mehr und mehr etabliert wird, irgendwie dagegen sprechen. Sie unterstützen das und man legt sich hier die soziale Hängematte und macht nichts mehr und lässt halt die Deutschen oder auch Leute, die hier wirklich hinkommen und arbeiten, arbeiten und die, die hier arbeiten, finden das einfach nicht mehr lustig, weil denen wird halt immer mehr weggenommen. Freiheit hat man hier sowieso schon lange nicht mehr und sollte sich hier nicht ganz gravierend etwas ändern, wird wahrscheinlich die Auswanderung jährlich weiter und weiter zunehmen. Und irgendwann gibt es keine Leute mehr, die diesen ganzen Spaß, diesen Sozialismus und diese Meinungsdiktatur finanzieren. Und dann wird es erst richtig lustig. Wenn auf einmal der Geldhahn für alle zugedreht ist, dann sieht man erstmal, was für ein riesen Scherbenhaufen diese Politik in diesem Land hinterlegt hat. Ich bitte dich, dieses Video zu teilen, damit noch mehr Leute davon mitbekommen und wir noch mehr Leute erreichen. Solltest du es am Anfang noch nicht getan haben, ein kostenloses Abo jetzt auf meinem Kanal zu hinterlassen, wäre das jetzt der bestmögliche Zeitpunkt, dies nachzuholen und die Glocke zu aktivieren. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Marvin. Tschüss.